Moin Leute und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Danke, dass du da draußen wieder eingeschaltet hast. Und ja, heute geht's weiter mit der 5M-Reihe. Und zwar habe ich heute einen Loading Screen für euch. Und den gucken wir uns erstmal gemeinsam an. So funktioniert das Ganze. Wir haben halt, ja, wie wir sehen können, haben wir unten noch so eine Laufschrift. Wir haben auch Musik im Hintergrund, die könnt ihr jetzt gerade nicht hören, weil ich das Video wahrscheinlich dann eh mit Musik hinterlege. Aber dazu gleich später mehr. Genau. So, dann würde ich auch sagen, kommen wir auch direkt zur Installation. Und was wir so alles umändern können und wie wir das Ganze machen. Genau. Link ist auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung. Einfach herunterladen und entpacken. Ja, dann haben wir diese ZIP. Und dann haben wir diesen Ordner. Hier einfach den Namen einmal kopieren. Dann gehen wir in FileZilla rein. Und gehen einmal in den Resource-Ordner. Ganz wichtig. Dann ziehen wir diesen Ordner einfach in den Resource-Ordner. Und dann gehen wir zurück und öffnen die Server-CFG. Und in meinem Fall öffnen wir die Extra-CFG. Genau, einfach öffnen, denn hier starte ich meine ganzen Skripte und einfach mit Start oder in Search und Leerzeichen und dann den kopierten Ordnernamen hier einfach einfügen und dann speichern und übernehmen. Somit müsst ihr jetzt nur noch den Server neu starten und ihr habt einen neuen Loading Screen auf jeden Fall. Ihr müsst natürlich auch den alten wiederum so entfernen oder löschen oder deaktivieren, wie auch immer. Genau, gucken wir uns doch die Dateien genauer an. Ja, so sieht das Ganze dann aus, wenn wir das öffnen. Wir haben einmal den Hintergrund, der ist irgendwie nicht wirklich da. Wir haben den Musikordner hier, können wir die Musik, die gerade eben auch abgespielt wurde, können wir natürlich auch eine eigene Musik einbinden. Da könnt ihr euch natürlich jeden Song holen, wie auch immer. Genau, und das müssen wir in Musik halt umnennen, wie es hier auch schon ist. Dann klappt das Ganze auch. Genau. So, dann haben wir auf jeden Fall noch die Index. Die können wir einmal öffnen und hier können wir das Ganze einmal übersetzen halt. Hier ist so die Laufschrift, ja. Und hier ist das oben, war das, dass wir halt Leertaste drücken können, damit die Musik nicht mehr abgespielt wird. Genau. Und mehr ist das auch nicht. Gut, Leute. Falls euch das Video soweit gefallen haben sollte, dann lasst doch wie immer einen Daumen nach oben da, kommentieren, abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut da rein und ciao, ciao.